So, nun habe ich jetzt einmal den Mustersatz von dem Lace-Muster gestrickt und jetzt stricke ich im Prinzip so lang, wie ich das Top haben möchte, bis zum Armausschnitt. Nachdem ich in dem Video für das Lace-Muster nicht gesprochen habe, sondern nur Musik im Hintergrund laufen gelassen habe, dafür sehr langsam und ausführlich das Muster gezeigt habe, möchte ich dir hier kurz die Struktur und den Aufbau des Lochmusters zeigen. Am Anfang habe ich schon mal gesagt, dass es immer aus drei Maschen rechts und links besteht. Und das siehst du hier auch. Drei rechts, drei links, drei rechts. Und hier werden aus den drei linken ein Umschlag, drei überzogen zusammengestrickt, ein Umschlag gestrickt. Das heißt also, diese drei Maschen ergeben später die Blume, wobei hier von den rechten Maschen Maschen dazu genommen werden. Während hier diese Blume gestrickt wird, wird hier im Prinzip die Rippe gestrickt. Also drei rechts, drei links und ebenso hier drei rechts, drei links. Und hier befindet sich jetzt das Lochmuster. In der ersten Reihe, in der dritten und in der fünften, also das heißt die Reihen sind gleich, wird immer über die mittleren drei ein Umschlag, drei Maschen rechts zusammen und ein Umschlag gestrickt. In der zweiten und vierten Reihe, die auch gleich sind, beginnt man nach den drei linken mit einer rechten Masche. Jetzt werden zwei Maschen rechts überzogen zusammengestrickt, ein Umschlag, drei Maschen rechts, ein Umschlag, zwei rechts zusammenstricken und eine rechte Masche. Dadurch entsteht das Loch im Prinzip versetzt. Jetzt ziehe ich das Loch wieder nach innen und dann wieder nach außen. Im zweiten Teil des Lochmusters habe ich zwei Blumen, hier eine und hier eine. Und dazwischen die Rippe, von der ich hier gesprochen habe, also drei Maschen links. Die werden einfach fortlaufend gestrickt. In der Rückreihe werden die Maschen so gestrickt, wie man sie sieht. Das heißt also, diese linken Maschen sind in der Rückreihe rechte Maschen. Und da muss man etwas aufpassen, deswegen ist es auch hilfreich, die Maschenmarkierer rechts und links zu haben, damit du weißt, ach, jetzt kommt das Lochmuster. Und da waren doch die drei Maschen, die ich anders stricken muss. Das heißt, man hat in der Rückreihe drei Maschen links, drei Maschen rechts, neun Maschen links, drei Maschen rechts und drei Maschen links und den Rest natürlich glatt links. Hier ist es dann anders. Hier beginne ich in der ersten Reihe natürlich mit dem gleichen, mit der gleichen Folge wie hier, also drei Maschen rechts, ein Umschlag, drei zusammen, einen Umschlag stricken, drei Maschen rechts und jetzt kommt die Rippe. Hier gilt auch wieder die Reihe, also das heißt die 11., die 15. und die 19. sind gleich. Und die 13. und die 17. sind wieder wie hier die zweite und die, Entschuldigung, die dritte und die siebte Reihe. Hier waren ja die erste, fünfte und neunte gleich. Ja, das habe ich, glaube ich, jetzt vorhin gleich falsch gesagt. Ich habe es immer vom Mustersatz auf der rechten Seite gesehen, aber wenn ich die Rückreihe mitzähle, ist also hier erste, fünfte und neunte Reihe gleich und hier die 11., die 15. und die 19. Reihe. Und dementsprechend die anderen beiden genauso wie die beiden Reihen. Und da habe ich eben zwei Blumen. Und das zeige ich dir jetzt noch mal ganz kurz am Muster. Also hier habe ich eine Blume. Und da siehst du den Umschlag, die zusammengestrickten Maschen und wieder ein Umschlag und rechts und links daneben drei rechte Maschen. In der nächsten Reihe siehst du nur noch eine rechte Masche, zwei überzogen, ein Umschlag. Jetzt werden drei Maschen glatt rechts gestrickt, die dann in der nächstfolgenden Hinreihe wieder zusammengestrickt werden. Dann folgt ein Umschlag und jetzt werden von den drei Maschen zwei Maschen zusammengestrickt, damit auch die Maschenzahl erhalten bleibt und dadurch entsteht dieser Bauch. Und hier siehst du, die nächste Reihe ist wieder wie die erste und so weiter. Und bei dem zweiten Teil des Lochmusters
wird dann über diese Blume links gestrickt. Und da, wo ich hier links gestrickt habe, wird hier rechts und links die Blume gestrickt. Das heißt, jetzt haben wir den Wechsel. Der Mustersatz ist einmal durch. Und die beiden äußeren Blumen sind fertig. Das heißt, jetzt folgt wieder eine Blume in der Mitte. Und damit habe ich hier den Wechsel, dass ich über die drei mittleren Maschen links stricken muss. Also wir beginnen mit drei rechten Maschen, drei Maschen links, drei Maschen rechts. So, und aus diesen linken Maschen heraus erfolgt jetzt die Reihe mit dem Zusammenstricken von drei Maschen. Also ein Umschlag, ich hebe eine Masche ab, stricke zwei Maschen rechts ab, ziehe die erste Masche drüber, noch einen Umschlag und somit ist die Maschenzahl wieder gleich. Dann folgen drei Maschen rechts, drei Maschen links, also die Rippe, und wieder drei Maschen rechts. So, das heißt also, hier ist der Musteranfang und hier ist das Musterende. Und ich habe angegeben eine Länge von 32 cm Gesamtlänge für die Größe XS und es entspricht etwa 5,5 Mustersätzen. Was vielleicht ganz schön ist, wenn du schaust von der Länge her, dass du dann immer am Schluss mit einem Mustersatz das Ganze beenden kannst. Beim Armausschnitt kommt dann beim Rückenteil, das gerade endet, einfach nur noch ein Buntmuster, eins rechts, eins links, über 12 Reihen. Und beim Vorderteil ist es so, dass ich dann trapezförmig das Ganze beende. Schon schön, wenn man am Schluss hier mit dem Mustersatz das Ganze beendet. Und wie gesagt, das ist abhängig von deiner Körpergröße und wie lange du das Top haben willst. Es kann ja auch sein, dass du sagst, okay, ich möchte es bauchfrei haben, dann hast du noch weniger Muster zu stricken. Also das ist wie gesagt sehr individuell. Hier ist der Armausschnitt, das heißt ab hier hat man dann noch zweimal den Mustersatz und bei der Größe XS kann man entweder hier ein bisschen später anfangen oder man strickt noch zwei Reihen glatt rechts, beziehungsweise drei rechts, drei links, da wo das Muster ist. So, das Vorderteil wird dann genauso hoch gestrickt und da, wo der Armausschnitt ist, das heißt, wo beim Rückenteil das Buntmuster angesetzt wird, wird hier das Buntmuster nur am Rand angesetzt. Und jetzt will ich diese Schräge ganz kurz erklären. Man beginnt hier am Rand, damit es aufgeht, von den Maschen zwei Maschen zusammen zu stricken. Dann habe ich eine Masche weniger. Und jetzt habe ich hier 16 Maschen, über die ich im Buntmuster 1 rechts, 1 links stricke, mit rechts beginnend und mit rechts endend, das heißt Randmasche, und dann 15 Maschen, das ist eine ungerade Zahl. Damit habe ich am Anfang eine rechte und am Ende eine rechte Masche. Und das sind diese 16 Maschen, inklusive der Randmasche. Und links von der letzten rechten Masche beginnt jetzt die Abnahme. Das heißt, ich habe jetzt hier alle vier Reihen immer zwei Maschen überzogen zusammengestrickt, bis ich nur noch eine Masche neben dem Muster, der Mustersatz endet hier und dann bleibt mir eine Masche übrig, während ich auf der linken Seite immer zwei Maschen rechts zusammenstricke und genau das gleiche, hier endet das Muster und da ist die letzte Masche von diesem Zwischenteil. Jetzt habe ich es genau falsch gesagt. Auf der rechten Seite rechts zusammengestrickt und auf der linken überzogen, sodass das so schön ordentlich aussieht. Und da oben bleibt dann genau eine Masche übrig und diese drei Maschen gehören ja noch zum Lochmuster. Ja, und dann wird am Schluss hier auch nochmal in dem Muster 1 rechts, 1 links über die ganze Breite gestrickt, die mittleren 21 Maschen abgekettet und über die rechten und linken 16 Maschen, die halbiere ich jetzt nochmal, stricke ich dann die Träger. Und jetzt beginne ich hier oben über die Hälfte der 16 Maschen, also über 8 Maschen, einen Träger zu stricken.
So, und die Länge der Träger ist sehr individuell. Das heißt, bevor du das Ganze abschneidest, wäre es sinnvoll, die Träger mit Sicherheitsnadeln festzustecken und es anzuprobieren. Ich würde auch jedes Mal einen längeren Faden übrig lassen. Man muss es ja abschneiden, sonst bräuchte man ja vier Knäuel. Aber dass man hier flexibel ist und nochmal den Träger korrigieren kann in der Länge. Auch hier gilt, wenn du das Ganze etwas fester möchtest, kannst du jetzt auch auf die Nadelstärke 3,5 wechseln. Ich habe es mit der 4er Nadel zu Ende gemacht. Und jetzt zeige ich dir das dann auch nochmal an dem fertigen Oberteil oder an dem fertigen Sommertop. So, und dann siehst du hier oben bei dem Träger habe ich einen anderen Rand als hier auf der Seite. Da habe ich eine normale Randmasche und hier habe ich einen Knötchenrand. Das heißt, die letzte Masche wird immer wie eine rechte Masche gestrickt und zu Beginn der nächsten Reihe wird dann die Masche gedreht abgehoben. Dadurch wird der Rand ein bisschen fester. Siehst du auch hier den Unterschied? Also hier sieht man den Knötchenrand ganz gut und hier ist es ein Rand, wo am Ende die Masche abgehoben und erst zu Beginn der nächsten Reihe gestrickt wird. So, und hier habe ich jetzt das schwarze Top und das siehst du, da habe ich auch so einen Glanzfaden eingestrickt. Und hier ist der Rücken, das ist also auch wieder das Rechteck. Das wird genauso gestrickt wie bei dem anderen Schnitt. Nur das Vorderteil wird anders gestrickt. Das ist dann ausführlich in der Anleitung beschrieben, die du bei Etsy bekommen kannst. Das ist auch nicht weiter schwer. Ich habe hier auch wieder ein Buntmuster gestrickt, habe aber auf beiden Seiten abgenommen und dann aus den verbleibenden 8 Maschen den einen Träger gestrickt, der hinten über Kreuz angenäht wird. Und den zweiten habe ich gesondert gestrickt und dann angenäht. Und die Ärmel sind auch extra gestrickt und angenäht. Und wie das alles geht, ist auch in der Anleitung beschrieben. Das ist auch nicht so kompliziert. Hier werden Maschen zugenommen, damit der Ärmel eine gewisse Weite bekommt. Ich habe Buntmuster am Anfang und am Ende. Und hier wird in verkürzten Maschen gestrickt, so wie beim Sockenstricken, sodass ich hier so eine Rundung bekomme für die Schulter. Und dann habe ich das eben nur an ein paar Stellen zusammengenäht. Und dadurch kriegt es so diese Optik mit den Cutouts. Hier ist die Seitennaht. Du siehst also, dass ich vorne etwas mehr angenäht habe als hinten, damit es den entsprechenden Halt bekommt. Und auch hier gilt, das Ganze wieder mit Sicherheitsnadeln zusammenstecken und anprobieren. Und dann bekommst du es auch so, wie du es dir wünschst. Ja, nun hoffe ich, ich habe dir Laune gemacht und du machst dir dein eigenes Design.